Guten Morgen und willkommen zurück zu unserem Age of Mythology Let's Plays. Wir befinden uns noch in der Griechenland-Kampagne, sind aber schon ziemlich weit fortgeschritten. Ich weiß gar nicht, wie viel es gibt. 7, 10, irgend sowas in die Richtung. Siebte heißt noch mehr Räuber. Und der Klappentext auf dem Heimweg nach Atlantis macht Akontos in der griechischen Hafenstadt Ioklos Halt und muss feststellen, dass die Banditen in die Hände gefallen sind. Dass sie Banditen in die Hände gefallen ist. Er muss die Banditen aus Ioklos vertreiben und den geheimnisvollen Chiron befreien. Der Chiron ist ja so ein Zentaur. Den mochte ich eigentlich immer auch als Helden, also mal schauen. Es wäre cool, wenn wir den befreien können. Ich mag ihn. Schiffe reparieren müssen wir. Ich weiß nicht, ob wir das tatsächlich jetzt müssen oder ob unsere Hauptaufgabe ist, den Typen Das einfach sieht zu nicht befreien. gut aus. Dann erst Was das mit ist den das Schiffen zu hier? machen. Lauft! Noch mehr Räuber! Räuber! Nein, du alter Narr, wir sind auf deiner Seite. Wir sind zurück aus Troja. Bei Zeus, die Soldaten sind zurück. Ja, nun, was ist hier geschehen? Nachdem die Armee gen Troja segelte, griffen Banditen die Stadt an. Sie entführten unsere Männer, auch Chiron. Wer ist Chiron? Er steht in Verbindung mit den Göttern. Er sagte, ein Held würde kommen, uns zu retten. Das beruhigt mich nicht. Wir sollten ihn suchen und herausfinden, was er darüber weiß. Ah, da sieht's nicht so gut aus in der Stadt. Wenn ihr Geiseln sucht, so nehmt die Straße gen Westen. Erstmal rein. Erstmal in die andere Richtung laufen. Das ist eigentlich in Videospielen immer die erste Regel. Erstmal in die andere Richtung laufen. Okay, vielleicht ist es nur in Dark Souls-Spielen so. Bringen Sie Akantos und Alex in die Nähe des Gefängnisses, um die Geisel zu befreien. Okay. So, einen haben wir. Ja, laufen wir erstmal dahin. Ich fand Ajax irgendwie immer cooler als Held. Was sind das für Riesen? Dieser Battle Cry war irgendwie mal ein bisschen lame, irgendwie, fand ich. Dieses Wegschubsen ist schon ziemlich cool. Wahrscheinlich ist der Battle Cry tatsächlich hilfreicher als das Wegschubsen. Aber, oh, guck mal, es gibt schon so ein bisschen ägyptische Einheiten jetzt. Haben wir auch so ein bisschen in dem Video in der letzten Runde gesehen. Dass sich Ägypten anbahnt mit diesem Grab. Das ist auch ganz nett gemacht. Ich glaube, das ist allgemein so, dass so ein bisschen. In den Standardkampagnen zum Beispiel, dass so der Überlauf da so ein bisschen zu sehen ist, wisst ihr? Also, dass wir sind zwar noch in der griechischen Kampagne, sehen aber schon so ein bisschen was von Ägypten. Zumindest Einheiten und so weiter. So, nächster. Oh, da sind noch ein Haufen Zentauren. Wir sind gerettet. Nice. Zentauren? Wo ist der weise Mann, dessen Name Chiron lautet? Chiron wird in der Festung der Banditen auf der Akropolis gefangen gehalten. Ihr müsst die Stadt zurückerobern, bevor ihr ihn retten könnt. Ja. Da sieht es noch aus wie noch ein Sklavenlager. Auf jeden Fall sollten unsere beiden Helden in Front, die heilen sich ja. Sollten unsere Zentauren möglichst wenig Schaden kriegen. Du, pass mal hier an. Okay, jetzt sind aber mal viel mehr da. Das hängt ein bisschen, das Spiel hier. Hoffentlich stürzt nicht ab oder sowas. Ich glaube, wir haben niemanden verloren. Das ist ganz nice. Okay, du sollst auch nicht verloren gehen. Zack. Ajax hat ein bisschen. Wir haben ihn außerhalb vom Tor geschossen. Der kriegt es anscheinend nicht auf. Ist ja ein Depp. Okay. Hey, mach mich so richtig kaputt. Dude, schubst ihn ins Meer. Ach, ich dachte, er fliegt ins Meer. Hilfe? Die Banditen haben fast alles zerstört. Nicht ganz. Wenn wir uns beeilen, können wir sie davon abhalten, Gebäude zu zerstören, mit denen wir sie bekämpfen können.
Okay, beeile. Also erstmal unten den Turm, würde ich sagen. Oh, Turm brauchen wir doch, um das Tor kaputt zu machen. Okay, das ist unsere Karawane in Ruhe. Carlos. Okay, weiter geht's. Ui, das sind aber viele. Bitte da geben, bitte. Rüber. Nehmen den, bitte, Pontus. Viele Gegner, du. Bisschen zurückziehen. Jetzt kommst du. Hier ist noch einer. Ist zwar halb tot, aber naja. Oh. Die Horde, Leute. Was ist hier los? Warum sind hier so viele Gegner? Oh, wir haben einiges verloren an Leuten, du. Das Zentrum der Stadt wurde zurückerobert. Jetzt können wir diese Gebäude nutzen. Nice. Ja. Müssen sie jetzt nur noch verteidigen können, ne? Was haben wir denn hier eigentlich? Wir haben 1000 Zeug. Im Belagerungsturm ist eigentlich ganz nett. Und auf jeden Fall schon mal Zeug mit ausbauen. Was wir jetzt noch einen kleinen Scheiß bauen, müssen wir uns dann mal überlegen. Kasernen. Schmiede könnten wir bauen. A hero has fallen. Eine Schmiede. Wollen wir da was bauen? Auf jeden Fall für ein paar Bogenschützen. So was, wir machen das so umbauen. Wir bauen Bogenschützen und wir bauen mythische Einheiten. So. Oh. Immer dahin. Oh, viele uns entgegen. Vielleicht ist hier noch irgendwas versteckt. Irgendwo kämpft hier wer. Lege Vulome. Ah, oh, okay. Die Schießanlage. Naja, das ist nicht so tragisch. Unsere Bogenschützen upgraden. Verbessert die Angriffsstärke von regulären Soldaten. Widerstandsfähigkeit gegen Durchschlag, zum Beispiel mit Pfeilen. Machen wir das mal. Zack. Ein Holzvorrat. Oh, wir haben einen Holzvorrat gekriegt. Nice. Esto. Warten wir mal, ob wir noch einen Nahrungsvorrat kriegen, ne? Ja?
kann ja zurückbleiben. Du Ajax, lead the way. Eine Gabe der Götter. Was kann die? Ich konnte es nicht lesen so schnell. Die gezahnten Pfeile, Bogenschützen, Ballisten und Chiroballisten richten mehr Schaden an. Nice. Habe ich doch gebaut, Bogenschützen. Es lohnt sich immer, hier doch die Gegend zu erkunden. Zack. Und das runternehmen, dann kann ich nochmal so einbauen. Prosesche. Ne. Prostagma vulome. Das wird jetzt unsere Angriffsarmee, um den Tempel einzunehmen hier oben. Schauen, ob noch was Schlimmeres kommt als die Skorpione. Ich weiß gar nicht, sind die. Wie heißen die denn eigentlich hier? Die Anubiten, sind das die erste Level und die Skorpionmänner das zweite Level? Ich weiß, es gibt auf jeden Fall bei den Ägyptern Krokodile, die Lichtgewehre haben, quasi. Effektiv sind es Lichtgewehre, was ich schon ziemlich nice finde. Aber ich weiß nicht, was davon jetzt, ich weiß nicht davon, was jetzt welches Level es ist. Die sind auf jeden Fall das letzte Level. Die Lasergewehr-Krokodile sind auf jeden Fall im letzten Level, aber. Na gut, dann geht die Mauer halt wesentlich vorher kaputt. Also hier oben ist eine Burg. Da versuchen wir vielleicht hier unten lang zu laufen. Dahin. Aber es scheint noch weiter zu gehen. Also es scheint nicht zu sein, als wäre das jetzt das Ende. Und außerdem sehen wir auch Chiron ja nicht. So. Bitte da sammeln. Wie? Jetzt echt? Okay. Da ist halt offen. Wie dumm. Naja. Soll halt so sein. Lassen wir die jetzt? Einfach? Anscheinend, ja. Mal zum Marktplatz. Wo die hinwollen. Lauf noch nur durch. Ja, cool, wenn das jetzt gleich unser Marktplatz ist. Da geben. Ja, wir machen es doch schon kaputt. Und ein. Sie kämpfen gegen den Turm da hinten, also nicht so tragisch. So. Gut, wir haben alles außer der Akropolis zurückerobert. Hilfe! Hier. Runter Richtung Bo. Wir brauchen eine starke Armee, um diese Akropolis zu stürmen. Rostagma. Orthos. Orthos. Leute. Lege. Verteidigt euch. Rostagma. Also, wir können noch mehr Leute bauen. Wir werden ein, zwei Katapulte bauen im Zuge dessen. Lassen wir das Katapult raus? Nee. Das bleibt drin. So. Nahrung ohne Ende. Und wir können was tauschen. Es gibt nichts zum Tauschen. Also, ihr baut das viel zu lange. Wir bauen. Wir haben Katapulte gebaut, ja. Wir bauen den Helden noch. Aber wir haben nicht mehr so viele Leute. Weil die unsere Häuser hier kaputt machen. Na gut, dann greifen wir an und bauen nach. Weil was anderes bleibt uns jetzt nicht groß übrig, ja.
Haben wir es geschafft, einen Katapult zu bauen? Wohin? Gegen ganz viele Anubises. Und Anubi? Anubi finde ich nice. Gegen Anubis spielen wir. Nochmal zurück, nochmal zurück. Du, Katapult gegen das Ding da oben. Ein bisschen Platz machen. Ja, das ist jetzt doof, dass der unsere ganzen Häuser abreißt. Das war so nicht geplant. Machen wir mal hier Verteidigung einfach. Er bleibt uns gerade nicht. Das mit dem Scatterfeuer ist schon ein bisschen nervig von dem Katapult, dass das, wenn das auf Entfernung auf irgendwas Schmales schießt, das nicht trifft. Also ab und zu. Das war ein Treffer. Alles zurück. Da muss ich ihn anscheinend nur mal ein bisschen andecken. Ja. Schlagen wir uns jetzt hier seitlich durch und holen uns die Burg. Wie sieht das aus? Quasi all in gehen. Du da drauf. Auch da drauf. Heilen nebenbei. Aber die Burg müsste eigentlich gut gehen. Das sollte eigentlich eine ganz gute Abdeckung sein. So. So. Ist kaputt, Kurt. Ich habe eure Ankunft erwartet. Ja, sie haben gewonnen. Perfekt. Sind wir gut schnell durchgekommen. Durch die Kampagne. Schauen, was Chiron uns noch zu sagen hat. Hab Dank, dass ihr die Stadt für uns zurückerobert habt. Keine Ursache. Die übrigen Gefangenen konnten wir allerdings nicht finden. Der Anführer der Banditen war ein Mann namens Kemsit. Er ließ die Gefangenen zur Straße Richtung Norden marschieren, angeblich, um dort etwas zu bauen. Ajax, sammelt unsere Truppen. Wir nehmen alle unsere Vorräte von den Schiffen und alles, was diese Männer entbehren können. Ja, da sind wir hinter Kemsit jetzt her. Kampagnenmenü. Es scheint so, als müssten wir jetzt zu diesem Tor gehen, was ausgebuddelt wird. Und vielleicht ist das auch tatsächlich jetzt die letzte Kampagne dann. Dass wir mit durch dieses Tor wahrscheinlich nach Ägypten kommen. Vielleicht nochmal irgendwie durch irgendeine Hades-ähnliche Kampagne. Mal schauen, aber das werden wir uns in der nächsten Runde ansehen. Also bis gleich.